Wir spielen. Soda Session 6, wir spielen mit den Portugiesen, wir spielen mit dem Zombie-Modus, wir spielen auf Gotthard, wir spielen mit WB, live auf Twitch, nachher auf YouTube und wir spielen mit Matsumanix. Hallo zusammen und viele Grüße. Unter Umständen ist auch Marcel noch dabei, mal gucken, mal hören. Hallihallo, guten Abend, ihr Lieben. Wow, zwei Moderatoren an meiner Seite, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen, es sei denn, Zombies kommen vorbei und die kommen ja tatsächlich. Wir gehen eine Runde weiter. Es gibt einen kleinen Unterschied zum letzten YouTube-Video. Ich habe noch ganz schnell eine Einheit weggezogen. Ein geisterter Ausruf aus dem Chat kam dazu. WB, der Siedler ist mal wieder ungeschützt. Das darfst du nicht. Und ich habe den Bogenschützen, der hier stand und der dort befestigt war, eins nachgezogen. Wir haben ein Stammesdorf entdeckt, leider weit, weit weg. Und einen neuen Kontinent, der heißt Nordamerika. Was es so alles gibt. Habt ihr schon mal von diesem Nordamerika gehört? Was für komische Bezeichnungen gibt für fremde Welten. Nordamerika. Unfassbar. Und eine Runde weiter. Werden wir in Kürze eine zweite Stadt bekommen? Erschaumt, das wäre ja schön. Ich bin Wilhelmina, Koningin der Niederlande. Es ist meine große Ehre, Sie endlich zu ermutigen. Die ist so süß. Ich würde immer, wenn ich die sehe, ich würde die am liebsten nehmen, knuddeln. Die ist bezaubernd mit dieser, ist die Schleife auf ihrem Hut eigentlich rosa oder blue oder orange oder schimmert sie Perlmuttfarben? Ich glaube Perlmutt ist das, oder ich glaube, ist das Perlmutt, Marcel und Matsumanix, die Farbe ihrer Hutschleife, ist das Perlmutt? Ja, das könnte in die Richtung gehen. Ja, wir sagen mal ja. Oder ist es Willi-Farben? Ist das das holländische Perlmutt? Holländische Permut, ich könnte mir das gut vorstellen. Willi, Königin der Niederlande, eine große Ehre, euch endlich kennenzulernen. Liebe Willi, darf ich doch Willi sagen, ja? Willi strahlt uns an. Wir nehmen ihre Gastfreundschaft in Anspruch und gucken uns mal in ihrer Hauptstadt rum und zücken die Kuchengabeln und versuchen, einen Käsekuchen zu finden. Altrosas macht die. Das ist doch, man sagt doch nicht, wenn man eine Dame trifft in einem edlen, mit edler Huttracht, hört mal, ihr seht irgendwie altrosamäßig aus. Smarty, also echt, das ist nicht sehr lieb. Ich nehm Willi in Schutz. Ich hab dich im Auge, Smarty. Das sagst du nicht nochmal. Schäm dir. Schrecklich. Oh Gott, Zombies. Ich würde am liebsten jetzt diesen Zombie auf den Namen Smarty taufen, aber das geht, glaube ich, nicht. So. Wollen wir mit dem Siedler die Stadt verteidigen oder wollen wir den abziehen? Ich glaube, ich mache das nicht. Ich weiß, ich bin zu allem fähig. Er erlebt mitunter die absurdesten Überraschungen hier, aber ich glaube, ich mache das nicht mit dem Siedler angreifen. Oder soll ich es mal machen? Nee, wir lassen es diesmal sein. Feuer frei! Er war eben schon da, glaube ich, ne? Der zog dann runter und konnte nicht weiterziehen. Das... Der zieht auf den drauf und killt ihn von alleine. Da müssen wir nicht nachhelfen. Und mit dem Siedler geht es dann Richtung hier rüber. Genau, das ist weiterhin unser Plan. Mhm. Der nächste Siedler in 5 Runden. In 6 Runden ist Spiele und Erholung fertig. In 6 Runden könnten wir die Siedlerkarte rausnehmen und wieder auf Militär gehen oder irgendwas anderes. Wir ziehen den Siedler auf jeden Fall durch. Wir könnten auch eine Stadtmauer danach noch bauen. Gucken wir mal. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so doof. Das ist Lissabon. Wie sind die Bürger verteilt? Kann man damit arbeiten? Ja, ich finde, das sieht ganz gut aus. So lassen wir das. Das gefällt mir. Das ist fein. Jetzt könnten wir mit ihm hochgehen und einmal gucken. Dann wüssten wir, dann sehen wir wahrscheinlich, wo, ob und wie es sich lohnt, hier eine Stadt zu gründen. Das wollen wir einmal erkunden. Ah, nochmal eine Gipsressource. Interessant. Da können wir sogar hinlaufen in das Bonusdorf. Das können wir allerdings auch später machen. Ich glaube nicht, dass das so schnell... Das wisst ihr, wer das macht. Das kann der Handwerker machen. Ihn schicken wir zum Scouten hier auf dem Wasserweg hoch und dann zieht er hier drumherum, zieht hier drauf, ich hoffe, da ist kein Barbar, und scoutet hier und kann dann übers Wasser zurückziehen. Und den Handwerker, den wir vor Ort in der Stadt brauchen, den kaufen wir dann da für teuer Geld, für 230 Gold.
Oh, da sind wir noch weit von entfernt. Wir könnten mal gucken, ob wir möglicherweise jemanden etwas Verkaufte bekommen. Und wir müssen auch mal schauen, wie das ist. Da ist Packeis, meinte Landreiter. Gucken wir uns gleich mal an. Was hat sie? Als Agenda Milliardär. Mag Ziffs, die Handelspartner sind. Von ihr mutmaßlich, ne? Ja, ja, aber auch von uns. Also, sie wird das sehr zu schätzen wissen, wenn wir schnell eine Handelsroute schicken. Das hatte ich gemeint. Sie ist allerdings weit weg. Das geht im Augenblick nicht. Ich mutmaße mal. Ich weiß es nicht, Matze Mannix. Weißt du das? Dass das nur so lange gilt, nur für den Zeitraum gilt, ab dann wir auch wirklich einen Händler hinschicken können. Aber es ist Spekulatius. Vielleicht ist es auch so, egal wie weit, wenn man weit weg ist, mag sie einen trotzdem nicht, wenn man nicht handelt. Weißt du das? Nicht hundertprozentig, aber ich weiß, dass ich schon ein paar Mal die Situation hatte mit Willi, dass sie sich beschwert hat. Ja. Sie ist dann sehr putzig, muss ich sagen, wenn sie sich beschwert. Obwohl es mir eigentlich gar nicht wirklich war, da jetzt einen Handelsweg direkt hinzuschicken. Wir gucken mal. Wir sind aber mal Optimisten und schicken ihr eine Delegation. Auch wenn das bedeutet, dass wir unseren Handwerker 3 Runden später erst kaufen können. Aber wir können mal schauen. Wir können mal schauen, ob wir was sie uns gibt für Gunst. Das ist natürlich etwas wenig. Sie will 12 Gold für uns haben für einmal offene Grenzen. Das machen wir nächste Runde erst. Ich glaube, da geht noch mehr. Wir haben nur eine Stadt und sie hat mehr Städte. Daran wird es liegen. Sie hat 5 Städte. Deshalb geht sie davon aus, dass ihre offenen Grenzen mehr wert als unsere. Und da muss man ehrlich sagen, da hat sie recht. Sie hatte 69 Gunst. Vielleicht ist sie deshalb auf die 14 auch nicht angewiesen. Mansa Musa, der schwimmt in Gold. Der gibt auch sicher viel. 1 Gold! 1 Gold wäre er bereit zu geben. Und Cooper. Ach komm, jetzt reicht's mir. Also das gucke ich mir nicht weiter an. Das ist zu wahrscheinlich, weil es noch niemals einen Weltkongress gegeben hat. Ist meine Mutmaßung, aber genau weiß ich es nicht. Hier sollen wir mit dem Handwerker scouten gehen? Es dauert lange, ne? Es dauert jetzt doch, wir haben gerade mal wieder Geld ausgegeben. Wir haben auch nichts zum Verdienen. Ich glaube, wir müssen den wahrscheinlich doch erstmal vor Ort brauchen, ne? Haben wir irgendwelche Ressourcen, die wir verticken können? Nix. Null. Niente. Brauchen wir den hier vorne? Wenn wir hier siedeln, dann würden wir allerdings wahrscheinlich eher auch zunächst keine Modernisierung machen. Marmor ist schon in unserem Reich, dann könnten wir das verkaufen. Dann müssen wir ein Feld dazu kaufen und dann dort die Modernisierung machen. Und dann könnte er raufziehen und er hat ja 2 Ladungen mit der letzten Ladung hier rauf, wassern darüber. Das ist ein Plan. So machen wir das. Jetzt, genau. Die erste Ladung nutzt er für Marmor und dann ziehen wir hoch und scouten uns mit ihm das Bonusdorf. Das ist ein guter Plan. So wird das gemacht. Ziehen wir Richtung Süden. Welch großartiger Anblick muss dies in der regnerischen Jahreszeit sein. Wasserfälle in jeder Richtung. Uluru, welch großartiger Anblick. Aus Australien, ein Naturwunder. Im Chat wird gemutmaßt, man zu mal nichts. Es könnte vielleicht beim Update sich verändert haben mit den Gunstpreisen. Weißt du da was von? Das war beim letzten Update, glaube ich, schon der Fall. Dass gerade zu Beginn, also in der Antike und bis ungefähr 3/4 von der Klassik rum sind, die KI keine Lust mehr hat auf Gunst, weil das zu viele, ich sag mal, ausgenutzt haben, ganz viel Gunst irgendwie der KI verhökert haben früh im Spiel. Und das haben irgendwie die Entwickler mitbekommen. Wahrscheinlich haben sie bei uns in den Streams mit zugeguckt und haben gesagt, naja, so wollen wir das aber nicht. Frechheit, unverschämt. Ich esse Rosinen, was isst du, Matsumann? Walnusskerne. Ich hab's doch gehört. Einmal Uluru hier. Wurde uns leider weggeschnappt hier von den Russen und von Peter und seiner Bande. Gucken, was es hier unten so gibt. Oh, da
ist ein Missionar des Protestantismus. Und wir haben Preslav kennengelernt. Ich ahne, beeinflusst durch niemanden. Ach, verstehe. Bislang war lediglich... Das heißt, Willi hatte Preslav den Krieg erklärt. Willi ist direkt um die Ecke. Willi hatte Gesandte in Preslav. Willi hatte dann Preslav den Krieg erklärt. Und dann wurden die Gesandten rausgeschmissen. Kann das sein, Matze? So, denke ich auch, ist es passiert. Hm. Wir haben Willi getroffen. Wir haben noch mehr Zeitalterpunkte bekommen. Wir nähern uns dem Heldenzeitalter. 4 Zeitalterpunkte fehlen uns noch dafür. Gehen wir Richtung Süden scouten oder Richtung Norden zu den Engländern? Ich glaube, ich würde eher zu den Engländern scouten gehen. Und du? Weil die bei uns in der Nähe sind. Ah, ja, bei solchen Sachen bin ich immer hin und her gerissen. Ich glaube aber, ich würde auch zu den Engländern gehen, einfach weil wir da ja auch im Service von der Nähe siedeln wollen, um da noch ein bisschen zu gucken, wie es dort aussieht. Wir könnten noch die Gelegenheit nutzen und ein bisschen auch noch hier im Westen davor, wo wir da eh sind, aber da kommen wir auch schnell über die Küste entlang später, wenn unsere Einheiten wassern können. Jetzt sind wir mittendrin, wir sollten alles erkunden, was in der Mitte des Kontinentes liegt, weil das haben wir gerade in der Militäreinheit. Wir könnten auch hier unten durchziehen, da weiß man nicht, ob es weitergeht. Das sind die, wo wir. Das sind unsere direkten Nachbarn, die Engländer. Dem gehen wir aus dem Weg, dem Bogenschützen. Das muss nicht sein. Cooper hat Apadana abgeschlossen. Und wieder eine Runde weiter. In 5 Runden der nächste Siedler. Und weiter. ماذا فعلتم ليأخذ الله منكم تلك المكافأة؟ عودوا إلى طريق الصواب. Oh, komm. Jetzt lacht er uns wieder an. Es disst er uns und dann lacht er uns an. Was habt ihr getan, dass Gott euch seine Gabe verwehrt? Kehrt zur Rechenschaft, Rechtschaffenheit zurück. Was haben wir gemacht? Goldkäppchen. Matze Mannix, bist du dir irgendeiner Schuld bewusst? Mag er keine Walnüsse? Was meinst du? Ja, ich glaube nicht, dass er Walnüsse mag. Das macht ihn schon mal ein bisschen unsympathischer. Und außerdem hat er, glaube ich, das Problem, dass wir so wenig Glauben erzeugen. Zombies kommen. Feuerfrei auf die Zombies. Ein Zombie tot, der nächste wird stärker sein. So, mit ihm. Ziehen wir hier drauf und gründen unsere zweite Stadt bereits. Ja, Runde 72 und jetzt schon eine Stadt. Jetzt schon eine zweite Stadt in Runde 72. Unfassbar, was für ein Tempo in der Expansion. Leute, alle anderen haben gerade mal 4, vielleicht 5 Städte und wir gründen jetzt schon unsere zweite. Ich bin so verdammt stolz auf uns. Das wird ganz, ganz großartig werden. Ja, da muss man durch. Wir spielen auf Gottheit. Ist so, muss man durch. Eine Stadt gründen, bitte. Die Bürger von Visio, Visoi, Visu leben sich in ihrem neuen Zuhause ein und behalten den nahegelegenen Fluss misstrauisch im Auge. Ein Zeitalterpunkt. So, wir brauchen einen Stadtnamen. Hat noch niemand einen Stadtnamen in den Chat geschrieben? Hopfenlord, danke dir. Prost, danke dir für dein Abo. 9. Mal, danke an Hopfenlord. Lass dir schmecken. Stadtnamensvorschläge. Visando? Wieso Visando? Komm, du mit deinem Düsseldorf-Sky-Seal-Jack, das will ich nie mehr hören. Also wir haben hier in der Nähe einen Fluss, der überschwemmt werden kann. Haufenweise Berge, Schwemmlande. Wir spielen die Portugiesen. Schwemmlande sind überall. Ah, hier kommt Lissabon. Wir könnten unsere Hauptstadt Lissabon in Lissabon umbenennen. Das machen wir jetzt erstmal.
Ja, die Groß- und Kleinschreibung mit den Stadtnamen ist immer so eine Sache. Ganz wichtig, aber vergesst nicht den einen Buchstaben. Es heißt Lissabull. Das andere ist meine kleine Schwester. Das wäre Lisabull. Das ist jemand ganz anders, ja? Bitte Konzentration. Bitte immer an die Anzahl der Buchstaben denken, die nötig ist. Riobulario meint Tatze. Das ist eine nette Idee. Von wegen Rio de Janeiro, Portugiesisch, Brasilien. Das ist eine hübsche Idee. Riobulario. Würde ich vielleicht aber eher nehmen auf einem anderen Kontinent, wo wir dann später eine Kolonie gründen, oder? Behalte das mal im Kopf. Sei bitte bei den nächsten Streams auch dabei und wenn wir auf einer anderen Tatze, wenn wir auf einem anderen Kontinent jenseits des Wassers siedeln, dann bitte nochmal schreiben. Ja, ab jetzt musst du, tut mir leid, dass ich das so offen sage, ab jetzt musst du immer dabei sein, weil ich merke mir sowas nicht. Tatze, du musst immer dabei sein. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, aber du musst ab, habe ich das schon erwähnt, du musst ab jetzt immer dabei sein. Nasse Füße, Marcel. Das gefällt mir auch ganz gut. Wir haben so viel Schwemmland, also trocken wird es da nicht. Zombul statt Zombie, meinte Doränchen. Das wäre so ein Allrounder-Name für alles, ne? Zombul, das geht schon. Bulsilia, meinte Seeshiro. Wir sind doch immer alle dabei, mein Schmuck. Marmorsumpf, meinte Professor Pantera, ja. Hoffnungsberg, das ist eine hübsche Idee. Das drückt aus, wo wir sind hier. Das finde ich eigentlich eine Pu Das finde ich hübsch. Das ist eine hübsche Idee. Also da ist echt was dran. Hoffnungsberg, Stepa. Zweitstadt, The Square Fox, das habe ich gelesen. Bitte nicht mehr so defätistische Vorschläge. Zweitstadt. Das klingt ja wie eine Stadt, die man nicht mehr braucht. Secondhand-Stadt können wir die gleich nennen. Marcel, pass mal auf The Square Fox auf. Ab jetzt bitte Kontrolle, alle Qualitätskontrolle jedes einzelnen Postings von ihm. Das soll sich hier nicht einreißen lassen. Wir nehmen Hoffnungsberg. Ich will mir den Rest jetzt gar nicht mehr durchlesen. Na, schreibst du noch mal irgendwas? Nee, aber das finde ich okay. Hoffnungsberg von Stepa. Einmal Hoffnungsberg. Zweitstadt. Hoffnungsberg ist sehr hübsch. Das gefällt mir. So, jetzt bauen wir hier. Wie sind die Leute verteilt? Oh, lala. Damit können wir schnell bauen. Also ein Monument brauchen wir zwingend. Jetzt kommt ein Handwerker. Sehr wenig Geld, ne? Wir brauchen dringend mehr Geld, um auch mal Dinge vor Ort kaufen zu können. Stadtmauer oder Monument? Wohnraum ist genug da, Bezirke, klar, irgendwann das Feld und dann ein Bezirk drauf. Monument wäre für die Stadt Ausdehnung cool. Weil wir haben kaum Geld, um die Grenzen zu erweitern. Auch wenn es dauert, ich würde auf Monument gehen, Matze. Und du? Ich könnte mir tatsächlich jetzt vorstellen, wirklich Geld auszugeben und den Campus zu errichten, der ja doch sehr mächtig ist. Und wir sind bei der Forschung deutlich hinter im Vergleich zur Kultur. Und für das Geld habe ich mir einen kleinen Plan überlegt, dass wir Erzähl. nach dem nächsten Siedler tatsächlich einen Händler bauen. Ach, ich dachte schon, du wolltest selber Geld spenden aus eigener Tasche. Na, Du ja. hast ja noch von dem letzten Let's Play mit Kublai Khan so viel Geld übrig. Alles ausgegeben. Alles ausgegeben für Essen und Getränke ist leider alles, kann man auch nicht mehr zurückfordern, ist alles leider weg, Ja, muss ich sehr jetzt leider enttäuschend. sagen. Aber ich würde auch ganz ehrlich, kein Essen, kein Getränke, das du schon verköstigt hast, zurückfordern. Das sage ich ganz offen. Das wäre eine Scheißidee, wäre das. Wie Ja. geht's weiter? Erzähl. Also diesen Händler dann bauen, entsprechend in unserer Hauptstadt als nächstes und dann tatsächlich runterschicken nach. Ja, nicht nach Hunza, aber in einen von den Stadtstaaten oder sogar vielleicht zu Kupe. Wir sind ja in Hunza souterrain. Das heißt, je länger der Handelsweg ist, umso besser, weil wir dadurch noch mehr Gold bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch bestimmt 30 Gold pro Runde verdienen werden durch diesen einen Handelsweg oder Echt? sogar noch mehr. Das wird sehr heftig sein. Also, was wir jetzt machen könnten, wäre erstmal zwischen den beiden Städten. Das war natürlich nicht. Komm mal, das. Wir bauen also nachher Stadtmauer, lassen wir weg. Wir bauen nachher einen Händler. Wir ziehen erstmal das mit dem Siedler durch. Das heißt, wir verzichten hier auf Monument. Wir setzen alles darauf. Wir hinken hinterher. Hier, das Feld wird zack hier gekauft. Komm, einmal kaufen hier. Einmal kaufen hier und einmal Campus drauf.
Lass dich nicht irritieren durch die plus 4. Später werden das plus 6 sein. Das hatten wir schon mal begründet. Die 33 Runden, die werden auch demnächst besser werden. Wir brauchen ein Nahrungsfeld. Das hier ist eins. Wir können auch gleich mit dem Handwerker eventuell sogar auf den wir können Marmor verkaufen. Oder wir können sagen, wir ziehen mit dem Handwerker auf das Feld hier vorne hin. Und machen da einen Bauernhof drauf und haben dann erstmal ein bisschen Nahrung. Es war ein popliger kleiner Bauernhof, das könnte man machen. Wir gucken mal, was gleich passiert. Oh Gott, ich rede schon wie Donald Trump. Der hatte auch mal vor seiner eigenen Entscheidung vorher gesagt, ja, ich könnte das eine machen oder das andere. Mal gucken, was passiert. Oh Gott, ich werde zu Donald Trump. Je länger ich hier sechs Let's Player und auf Twitch mit dem Fernseher, mit dem Chat interagiere, oh Gott, wie furchtbar. Das hätte ich nie gedacht. Nennt mich gerne. Nennt mich nicht so. Nennt mich niemals Donald, bitte. Das wäre mir peinlich. Haufenweise Zombies, die Taumutu bedrohen. Ob wir hier unten eine Durchfahrt haben werden. Ich weiß es nicht. WB macht sich Banzer Sorgen. Bitte versuche, dem Narzissmus vorzubeugen. Nein, nicht Narzissmus, Narzissmus. Liebe Leute, ein bisschen fokussiert bleiben, ein bisschen genauer hinhören, bitte. Hat das keiner geschrieben, unglaublich. Hopsy Daisy, wenn du irgendwas schreibst im Chat, das mit Donald beginnt, antworte ich nicht drauf. Egal, was du schreibst. Ehrlich nicht. Mache ich nicht. Eine Runde weiter. Gemäßigte Flut. Naturkatastrophe tritt auf. Das ist gut. Das freut mich sehr. Das ist im dritten Ring teilweise von unserer neu gegründeten Stadt. Das heißt, da gibt es neue Ressourcenerträge. Eventuell kann er auf der anderen Flussseite sein, aber bedroht uns noch nicht. Ist hilfreich für uns. Das freut mich sehr. Eine Katastrophe, die mich freut. Wir leben ja nicht vor Ort. Hier ist ein Nahrungspunkt dazugekommen. Das ist schön. In Chat wird gefragt, ob wir bisweilen auch die Ressourcen also diese Knöpfe, diese Buttons benutzen, mit denen man so Schwerpunkte setzen kann, machen wir gelegentlich, ja. Gibt es manchmal bei uns im Let's Play, manchmal mache ich das. Oh, wen haben wir kennengelernt? Karukia! Cool, eine meiner Lieblingsstadtstaaten, Karukia, wo diese tollen Karukia-Hügel bauen können. Peter und Victoria leisten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da haben wir schon jemanden, wo der erste Gesandte doppelt zählen würde. Und wo es Sinn macht. Mogadischu und Karukia. Da hätten wir schon mal zwei. Bildet einen Schwertkämpfer auf. Das werden wir mit Sicherheit schaffen. Dann kommen wir in die dritte, in die zweite Stufe rein. Karukia und Mogadischu. Das gefällt mir beides. Das heißt, wir brauchen etwas Geld nachher auf Vorrat, um uns möglicherweise... Wir warten noch ein bisschen ab, in letzter Sekunde noch Geld auszugeben, um einen Regierungskartenwechsel zu erkaufen. Dann packen wir statt den zwei Einflusspunkten rein, der erste Gesandte zählt doppelt. Bald haben wir den zweiten Gesandten. Ist optimistisch gedacht, aber der Zombie greift uns gleich. Ist das eigentlich über den Fluss hinweg? Leider nicht.
Er greift uns ordentlich an. Wir bieten ihm mal für einen Moment ein zweites Ziel. Damit sich das ein bisschen verteilt. Ich versuche hier mal rauszukriegen, was hier so alles an der Küste ist, denn da brauchen wir auch noch irgendwann eine Stadt. Nee, hier kann man nicht weiter raus, das war ein Fehler. Wieder hoch, bitte. Ja, das könnte das Kap Horn sein. Ich bin ja echt überrascht, lieber Daniel, wie lange, also dass wir noch gar keinem barbarischen Marineeinheiten begegnet sind, Gott oder? Gott sei Dank, stimmt. Ja, ist echt schön, aber überraschend finde ich das trotzdem. Gemäßigte Flut. Vor unseren Grenzen. Weltwunder gebaut, Machu Picchu. Das ist ein cooles Weltwunder. Von Willi gebaut, von den Niederländerinnen. Ja, die können wir hier einmal abmurksen. Und einmal wieder hoch. Ihr wisst warum. Der nächste Siedler hier vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass er den Handwerker. Was machen wir mit dem Handwerker? Erstmal rüber auf die andere Seite. Da waren wir uns ja einig. Wenn der nächste Siedler eine Begleitung braucht, dann braucht er auch eine Einheit, die ihn begleitet. Das heißt hier. Den ziehen wir schon mal raus. Mit ihm scouten wir nicht. So. Gucken, was hier sonst noch so alles liegt. Oh, wie schön. Danke für den Hinweis von Leiderich im Chat. Webi, die Teetrinkerin, mag dich. Ich dachte schon, wer ist denn hier gemeint? Hab nach links geguckt, nach rechts. Willi mag mich. Ich mag Willi auch. Ich glaube auch persönlich, ich weiß, das halten viele von euch für unglaubwürdig, aber ich glaube ganz fest, dass wenn man persönlich als Spieler Sympathie, ein offenes Herz gegenüber einer KI-Anführerin oder einem KI-Führer entgegenbringt, dann wird das auch belohnt. Liebe wird mit Liebe belohnt. Hiebe mit Hiebe. Das ist hier, warum soll es anders sein als im Real Life? Ich glaube wirklich, die Entwickler, ich glaube, das war sogar zuletzt durch eines der letzten Updates reingekommen ins Spiel. Ich glaube wirklich, die Entwickler haben so einen Emotionsfaktor eingebaut in Spielen. Die wollen uns zu besseren Menschen machen. Die wollen uns dazu bringen, im Diplomatiebildschirm das Spiel fühlt, wie wir empfinden. Vielleicht sogar, das gilt vor allem für Streamer, wenn man per Kamera unterwegs ist, wenn das Mikrofon jedes Wort belauscht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da in Maryland sitzen die, oder? Ne? In den USA, bei Firaxis Games. Dass also vollautomatisch die Stimmen von Streamern eingefangen und analysiert werden, wenn man dann sich positiv oder gar liebevoll, freundlich, knuddelalarmmäßig gegenüber einer KI-Herrscherin aufführt. Dass es honoriert wird mit Freundschafts-, mit Liebesbekundungen und Angeboten. Mit guten diplomatischen Beziehungen. Gilt vielleicht auch für Normalspieler. Müsst ihr mal ausprobieren. Also vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren und mir schreiben. Ob auf YouTube oder nachher oder jetzt auf Twitch. Probiert das mal aus und berichtet bitte über eure Erfahrungen. Auch für, wie das bei Nicht-Streamern ist. Wenn ihr selber euch mal liebevoll geäußert habt, es muss natürlich ehrlich sein. Man spürt ja, ob Liebe ehrlich gemeint ist oder nicht.
wenn ihr euch wirklich ehrlich liebevoll geäußert habt gegenüber einer Anführerin oder einem Anführer, wer will euch hier irgendwas vorschreiben? Civilization 6 ist pansexuell, dann guckt mal, wie euch da geantwortet wird. Und sagt mir Bescheid, würde mich sehr interessieren. Vielleicht klappt es sogar bei Genghis Khan. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Oder auch bei Shaka, dem alten Zulu-Anführer. Aber vielleicht, ehrlich empfundene Liebe, vielleicht klappt das ja. Sagt Bescheid bitte.